Moinsen, Freunde der Sonne. Ich habe heute mal Le Mans Ultimate ausprobiert. Ich habe 6,5 Stunden alles Mögliche an Settings durchgetestet. Ich habe die Autos durchgetestet. Und was für mich bis dato am besten funktioniert hat. Wir fangen gleich mal mit dem großen Brecher an. Triple Screen. Da ja ein, zwei Leute von euch da draußen auch ein Triple Screen fahren und vielleicht die Optionen nicht gefunden haben, zeige ich euch nochmal, wie man das einrichten kann über das Config-File. Dazu müsst ihr auf eure Platte gehen, wo Steam installiert ist. Dann geht ihr in den Steam-Ordner rein und dann könnt ihr unter Steam Apps bei Common reingehen und dann solltet ihr dort Le Mans Ultimate finden. Dort könnt ihr dann in den Ordner User Data gehen und dort findet ihr ein Config-File, also config-dx11. Das könnt ihr dann mal öffnen und dann öffnet sich das hier. Und hier müsst ihr ein, zwei Kleinigkeiten anpassen, damit das Ganze in Triple Screen funktioniert. Das solltet ihr umstellen. Hier oben sind zwei Optionen. Window Mode 1 und Borderless auf 0. Also dann findet ihr, nachdem ihr das hier oben die beiden Optionen eingestellt habt, findet ihr hier unten die Parameter für eure Bildschirme. View Parameter sind jetzt ist der mittlere Monitor. Dort gebt ihr dann eure Bildschirmbreite ein, eure Bildschirmhöhe, wie weit ihr von dem Bildschirm wegsitzt und dann gebt ihr noch den Side-Angle ein und das Bezel Gap. Bei mir sind es jetzt hier, also meine Bildschirme sind 1,70 Meter, dann 61 in der Höhe und das könnt ihr dann dort alles eintragen. Beim mittleren Bildschirm habe ich jetzt keinen Winkel eingetragen, hier unten stehen meine Winkel drin und dann habe ich hier auch noch die Bezel angegeben, das ist bei mir 1 cm, das kann man mit dem Zollstock ausmessen und dann kannst du das hier ranmachen. Und dann kannst du hier unten bei Custom Video Resolution kannst du dann eintragen, was für eine Resolution du hast. Bei mir ist es jetzt 3 x 4K, das heißt es sind 11.520 mal 2160. Bei 1440p sind das 7.400 und ein bisschen, also ihr müsst bloß 3 x 2540 rechnen und die 1440p bleiben dann so. Dann könnt ihr das Ganze hier speichern oder Steuerung S drücken. Dann können wir das ganze Game starten und dann müssen wir im Spiel selber noch ein, zwei kleine Einstellungen tätigen. Dazu gehen wir jetzt hier mal in die Optionen und starten Le Mans Ultimate. Wir gehen dann unter Optionen, dann gehen wir in den Bereich Grafik. Dort können wir dann hier oben unsere Auflösung aussuchen. Das ist hier unten 11.520. Ich muss mich immer ein bisschen beiseite lehnen, weil ich das nicht sehe. Und dann können wir das Ganze auf Anwenden drücken. Dann stellt er das um. Und dann sagen wir Keep Changes. Und dann sagen wir Multiview ist dann hier on. Also dann funktioniert das auf allen Bildschirmen. Und dann hast du hier auch gleichzeitig deine Herzzahl. Die kannst du dann nicht mehr ändern. Das ist für dich ein gutes Kontroll. Also ist für dich zur Kontrolle. Kannst du sehen, wenn es funktioniert hat, steht es hier auf 0 Hertz. Bei mir, warum auch immer, nach dem Neustart stellt er sich das manchmal um, aber er startet trotzdem im Fullscreen. Nachdem ich diese Sachen hier eingestellt habe, funktionierte das bei mir einwandfrei. Und dann würde ich jetzt nochmal die Einstellung durchgehen, die ich so getätigt habe für meine Grafik. Ich habe für mich hier das FSAA habe ich angemacht und FXAA, weil ich hatte leichte Probleme, dass so Linien ein bisschen gekrisselt haben. Nachdem ich das hier angemacht habe, lief das für mich einwandfrei. Die Einstellung, die sonst getätigt wurden, die hier unten drin sind, die habe ich alle auf Standard gelassen. Also hier habe ich nicht wirklich was umgestellt. Das war von Haus aus so, wie es jetzt hier ist. Und das lief für mich auch einwandfrei und sah auch sehr schön aus. Ich habe aber bei der Steuerung noch ein, zwei Kleinigkeiten geändert, die ich euch mal zeigen möchte. Und zwar, wenn ihr bei der Kalibrierung reingeht, habe ich für mich selber hier eingestellt, dass er den Winkel des Lenkrads, also den Lenkbereich des Fahrzeuges übernimmt, der normalerweise vorhanden ist. Wenn du jetzt 450 hast, dann geht das hier bis 450 und dann hört das aber auch auf. Also danach ist dann auf dem Lenkrad Feierabend. Das habe ich jetzt bei mir hier eingestellt. Ich habe hier auf 900 gestellt und das habe ich auch im Treiber so eingestellt. Nachdem ich das eingestellt habe, habe ich beim Force Feedback noch ein, zwei Kleinigkeiten geändert.
Und zwar musste ich bei mir, leider Gottes, das, also was heißt leider Gottes, ich musste bei mir das Force Feedback invertieren, weil bei mir war der obere Punkt fürs Lenken, war bei mir unten im Lenkrad. Und deswegen musste ich das bei meiner Simocube invertieren. Das heißt, falls dir dein Force Feedback ein bisschen komisch vorkommen sollte, kannst du das Ganze hier auch nochmal umstellen, invertieren und dann funktioniert das. Ich habe hier beim Lenkeinschlag habe ich eine gute 40 drin. Force Feedback Stärke ist bei mir bei 50% und ich habe bei der Force Feedback Verfeinerung habe ich das Ganze noch auf 2 gestellt und hier unten habe ich auch noch 1-2 Kleinigkeiten angepasst, dass ich die Sättigung des Lenkwiderstandes ein bisschen hochgedreht habe und den Lenkwiderstandkoeffizient habe ich auch nochmal auf 60% hochgedreht und das hat den folgenden Grund, dass bei mir leider Gottes, warum auch immer, wenn ich lenke, die Fliehkräfte nicht wirklich wirken. Das heißt, du kriegst nicht wirklich die Geschwindigkeit beim Fahren mit und das habe ich damit etwas kompensiert. Es ist immer noch nicht extrem viel da, wie ich mir das persönlich wünschen würde, aber es ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr vorhanden. Falls du hier unten konstante Lenkkraft anhast, mach das aus, wenn du eine DD hast. Also da wirst du auch darauf hingewiesen, dass du das ausmachen solltest. Wenn du das alles eingestellt hast, hast du in der Theorie erstmal alles fertig. Und das habe ich jetzt hier so an der Stelle benutzt. Und das hat für mich ganz gut funktioniert. Wenn wir uns jetzt mal die Treibereinstellung angucken von Simocube, dann kannst du hier sehen, dass ich von Dan Suzuki, schöne Grüße gehen raus an Dan, sein Profil mir runtergeladen habe und da mal ein bisschen reingeguckt habe. Ich habe aber noch 1-2 Kleinigkeiten an der Stelle angepasst, was mir persönlich nicht so gut gefallen hat. Das Force Feedback overall, was Dan hier eingestellt hat, ist wirklich sehr, sehr gut. Für mich persönlich ist aber die Slew Rate ein bisschen hoch gewesen. Und das führt immer dazu, dass sich das im Lenkschaft so anfühlt, als wenn du immer über irgendwas rüberreibst. Also so Kiesel, so einen großen Stein auf Kiesel quasi. Und ich habe das hier bei mir ein bisschen angepasst und habe die Slew Rate noch runtergedreht auf 3. Also falls du auch das Profil eventuell von Dan Suzuki fahren solltest und dich stört das etwas, kannst du das Ganze hier runterdrehen, die Slew Rate und das ein bisschen weniger machen, dass das in den Hintergrund rückt. Eine Kleinigkeit solltest du für dich noch einstellen und das wäre nämlich das Sichtfeld und das findest du unter Kamera, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst. Und zwar findest du hier Sichtfeld und Sitz. Und da kannst du einstellen, dass du den Sitz nach vorne und zurückschieben willst, hoch und runter und dann kannst du auch dein Sichtfeld einstellen. Weil das Sichtfeld in den Optionen finden ist, nicht ganz so trivial. Und dann können wir hier kurz mal reingehen und dann zeige ich euch mal, was das macht. Weil das ist nämlich unglaublich schön und es hat so ein ganz kleines, wie soll ich sagen, nicht ein Easter Egg, aber es hat eine sehr schöne Kleinigkeit, die da auf uns wartet. Wenn du jetzt also in-game drin bist und du hast hier die Tasten belegt, dann kann ich dir kurz mal zeigen, kannst du hier das Sichtfeld einstellen. Dafür kannst du in der Theorie einen FOV Calculator benutzen, den du auch für deine anderen Spiele benutzt hast und nimmst einfach die Einstellung für R-Faktor 2. Und bei mir kam dabei raus, dass ich mein Sichtfeld auf 40 stelle und das habe ich hier getan und das ist für mich relativ fein und macht einen guten Eindruck. Dann habe ich mir noch auf die Tasten gelegt, den Sitz hoch und runter stellen. Und das ist das Geile an der ganzen Sache, warum ich auch gerade nichts sage. Man kann den Sitz hören. Und das ist so toll. Das ist so ein schönes Easter Egg, was mich total mit Freude erfüllt, wenn ich meinen Sitz verstelle, dass ich das hören kann. Das haben die wirklich so toll gemacht. Das holt mich richtig ab, dass du wirklich hörst, wie der Sitz sich mit Mechanik verschiebt. Und das ist halt total geil. Falls du jetzt noch Probleme haben solltest mit deinem Menü. Also das Menü ist wirklich, ich sag mal, sehr langsam. Ne? Also ihr seht das ja hier, das ist definitiv nicht das Video und die Aufnahme, das Menü ist einfach langsam. Was halt funktioniert, ist Folgendes, um das wegzukriegen. Einmal die Windows-Taste drücken, danach funktioniert es manchmal gut oder nicht gut. Es kommt drauf an, also es gibt so einige Sachen, die mal funktionieren oder einfach mal raustappen und wieder reintappen und dann funktioniert das wieder. Also falls du diese Probleme haben solltest, kannst du raustappen, Windows-Taste drücken oder du könntest auch in der Grafik, wenn du jetzt nicht hier drin bist, im Spiel selber, könntest du den V-Sync anstellen. Ein Tipp habe ich auch noch für dich, falls du beispielsweise deine Einstellung hast und dir geht das übelst auf den Sack, dass hier beim Drücken von Zahlen, dass wie du siehst, super, also... Da habe ich die Maus weggeschmissen. Falls du
so wie ich eventuell die Probleme haben solltest, wie du das hier sehen kannst, dass das übelst lange dauert. Also so richtig lange kannst du auch die rechte Maustaste drücken und dann geht das in 10er Schritten oder bei manchen Einstellungen auch in 100er Schritten. Also falls du diese Problematik haben solltest, rechte Maustaste 10er Schritten oder 100er Schritte und das andere sind dann 1er Schritte. Und dann hast du eigentlich auch dein Le Mans Ultimate schon fast so eingestellt, wie du es ja einstellen möchtest. Und ich wünsche dir super viel Spaß. Ich möchte dich aber auf eine Kleinigkeit hinweisen. Und das ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig, weil das hat ein bisschen was mit deiner Gesundheit zu tun. Wenn du LMDH-Fahrzeuge fährst, gibt es aktuell einen bekannten Bug, den es gibt. Und zwar im Cadillac drinne, als auch im Ferrari. Und falls du aus der Box fahren solltest, das machen nicht alle Wheelbases im übertriebenen Maße, aber zum Beispiel die Fanatec DD2 und 1 macht das und auch die Simucube macht das. Wenn du lenkst, dann hast du ab einem gewissen Punkt, fängt das Lenkrad an, in die Richtung zu ziehen, in die du lenkst und das macht ziemlich dolle Aua. Ich blende dir hier kurz mal den Clip ein dafür. Bruder, f*** dich, Alter. Tut mir bitte einen Gefallen und achtet darauf und lasst am Anfang, wenn ihr die Autos ausprobiert, eure Hände erstmal raus und fasst sie vielleicht hier an der Seite an und nicht mit den Daumen rein, weil das kann echt böse ausgehen. Falls euer Lenkrad dann weiter dieses Wackeln machen sollte, wie es bei mir ist, einfach Escape drücken und dann seid ihr danach erstmal wieder safe. Ich wünsche dir jetzt sehr, sehr viel Spaß mit Le Mans Ultimate und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir Feedback geben könntest, ob das für dich hilfreich war und ob du jetzt mehr Spaß hast an dem Spiel oder an der Simulation. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Lass doch mal ein Abo da, schreib einen Kommentar, bewerte das Video mit Daumen hoch oder runter und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Twitch-Stream. Und bevor ich jetzt ausmache, vielen, vielen lieben Dank an alle Kanalmitglieder, die diesen Stream noch drüber hinaus über Interaktion unterstützen. Dankeschön. Haut rein, lasst euch gut gehen, bis den Dancen.